Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Armin Laschet. Frau Präsidentin, Herr Botschafter, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das waren wohltuende 90 Minuten. Weil in dieser Frage Israel die Polarisierung in unserer Gesellschaft, jedenfalls bei den demokratischen Parteien, aufgehoben ist. Der Oppositionsführer, der Bundeskanzler, ja, bei Ihnen nicht, aber hier im Haus bei den Demokraten gibt es gemeinsame Töne. Und wenn Präsident Herzog gesagt hat, dass das seit der Shoah die größte Ermordung von Jüdinnen und Juden war, dann ist auch das eine Zeitenwende im Nahen Osten. Und dann muss uns das auch dazu bringen, alles wie bei der anderen Zeitenwende auf den Prüfstand zu stellen. Nicht die üblichen Sprüche zu machen, diplomatischer Art. Ich möchte an das anknüpfen, was Rolf Mützen nicht gesagt hat. Ja, der Yom Kippur-Krieg, fast auf den Tag genau, auch an einem Feiertag vor 50 Jahren, wo Syrien und Ägypten Israel überfallen haben, hat am Ende zu dem mutigen Schritt von Anwar al-Sadat geführt, der in die Knesset gereist ist und Israel anerkannt hat. Und zwei Nachbarstaaten tun das schon länger, Jordanien und Ägypten. Und deshalb finde ich, dürfen wir nicht sagen, können Sie mal kurz bei diesem Thema wenigstens dieses Geschwätz lassen. Einfach mal, warum müssen Sie denn den Zuschauern jetzt die ganze Zeit zeigen, dass Sie nicht mit uns einig sind? Wir haben es verstanden. Ich möchte zurückkommen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Sie können eine Zwischenfrage stellen, aber diese Brüllerei hier von da nach da macht keinen Sinn. Herr Laschet, Sie haben das Wort. So, und jetzt haben Sie wahrscheinlich bewusst abgelenkt von dem, was ich hier sagen wollte. Frau Baerbock, Sie sagen immer, die Golfstaaten. Wir reden mit den Golfstaaten. Aber vielleicht ist Zeitenwende auch, hier einmal differenzierter hinzukommen. Es gibt Golfstaaten, die Israel anerkannt haben, die mit den Abraham-Accords diplomatische Beziehungen aufgenommen haben, die regionale Kooperation wollen, die eine Freihandelszone verabredet haben, die wie die Vereinten Arabischen Emirate eine Synagoge plötzlich bauen im Abrahamitic Family House, die religiöse Toleranz wollen. Die gibt es. Die muss man auch so benennen, die muss man auch unterstützen. Seit 2020 vier neue Länder, die sagen, wir erkennen Israel an. Marokko, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate und Sudan. Die Emirate ändern gerade ihre Curricula für die Schulbücher. Zum ersten Mal wird Holocaust vermittelt in einem arabischen Land. Und dies zu erwähnen, dies zu unterstützen, muss Aufgabe der deutschen Außenpolitik werden. Wir müssen uns hier stärker engagieren bei denen, die willens sind, zu kooperieren. Und die anderen? Katar. Die Erklärung des Außenministers von Katar am letzten Sonntag, die alleinige Verantwortung für diesen Anschlag liegt bei Israel. Das ist Katar, auch ein Golfstaat. Im Fernsehen Al Jazeera, Staatssender, sehen Sie ständig die Aufrufe der Hamas-Führung. Die sitzen in Doha, die leben im Luxus dort und die regieren von dort den Terror, um den es geht. Und deshalb muss man Zeitenwende im Nahen Osten zur Differenzierung kommen. Und Herr Bundeskanzler, Sie sind kritisiert worden, weil Sie gleich zum Mittagessen den Emir von Katar treffen. Ich tue das nicht. Ich kritisiere das nicht. Ich finde es richtig, in dieser Zeit solche Gespräche zu führen. Aber man muss ihm sagen, beenden Sie das Gastrecht für die Führung der Hamas.
Stoppen Sie die finanzielle Unterstützung für die Hamas. Machen Sie mit bei der regionalen Kooperation und unterbinden Sie vor allem, dass der Hamas-Führer weiter dazu aufruft, dass am kommenden Freitag überall in der ganzen Welt Anschläge gegen jüdische Einrichtungen passieren. Das findet statt aus Katar. Und meine Bitte ist, auch diesen Klartext in diesem Gespräch zu führen. Und meine Damen und Herren, wir wissen, dass Saudi-Arabien dabei war, sich anzunähern. Der Kronprinz hat vor wenigen Tagen vor dem Krieg gesagt, er schaue nicht mehr auf Israel als Feind, sondern es gäbe viele gemeinsame Interessen, die man verfolgen wolle. Es gab die Hoffnung, dass Saudi-Arabien sich diesen Abraham-Accords anschließt. Die einzige Absicht, warum jetzt dieser Angriff stattfindet, ist die Zerstörung dieser Friedenshoffnung. Es gab keinen anderen Anlass für die Hamas, weil sie weiß, bis zum Frühjahr vor den amerikanischen Wahlen ist diese Annäherung möglich. Und deshalb müssen wir sagen, jetzt erst recht, wir haben eine parteiübergreifende Parlamentariergruppe, die diese Abraham-Accords unterstützen will, jetzt erst recht Europäische Union wieder hinein ins Geschäft. Bei Oslo und Barcelona war die EU dabei. Jetzt ist es nur Tony Blinken und die Amerikaner. Wir müssen da mehr machen, die Staaten zu unterstützen, die Frieden wollen, die Toleranz wollen, religiöse und kulturelle, und nicht in einer undifferenzierten Art zu sagen, ja, das sind alles Nachbarstaaten. Nein, es gibt Unterschiede, und wir stehen an der Seite derer, die Israel anerkennen. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Agnieszka.